Ralf Minge war der Dresdner Stürmer der 80er Jahre. Keiner war mit dem Kopf so präzise wie er. Ralf Minge, der besonders gern an der alten Försterei spielte. Die Zuschauer waren sehr eng dran, die Atmosphäre war immer gigantisch. Also die Union ist ja auch ein Verein mit einem riesen Fanpotenzial. Und insofern waren es auf jeden Fall sehr, sehr besondere Spiele. 1982. Ralf Minge hatte 8 Spiele lang nicht getroffen. Dynamo spielte gegen Union Berlin und Minge traf wieder. Wenn man den Anspruch hat, Torjäger zu sein, Stürmer zu sein mit einer Quote, dann ist das eine mittelschwere Katastrophe eigentlich, wenn man über so einen Zeitraum nicht trifft. Und dann sind das natürlich, ist wie ein Befreiungsschlag, wenn man dann wieder ein Tor macht. An der Freude des einmal dreifachen Oberliga-Torschützens konnte jeder ablesen, wie wichtig dieser Treffer für ihn war. Anerkennung auch vom Gegner. Solche Spieler wurden natürlich auch in Manndeckung genommen, aber Ralf Minge war eben so gefährlich, den konnte man wirklich fast kaum über 90 Minuten ausschalten. Olaf Seier war Unions Kreativster dieser Ära. Dynamo war dennoch Favorit, schoss herrliche Tore wie Matthias Sammann 1986. Aber in derselben Saison machte Dresden gegen Union eine bittere Erfahrung. Dieses Halbjahr verknüpft man ja nur negative Erinnerungen. Da hatten wir gerade vorher die Geschichte mit Bayer Uerdingen, als wir auch dort ein Debakel erlebt haben eigentlich und ausgeschieden sind. Und 4 oder 5 Wochen später war halt die Pokalrunde. Wir gewinnen in Union Berlin 2-1. Das Rückspiel in Dresden, 11. Minute, das 1:0 für Dynamo durch Matthias Döschner. Union gelingt der Ausgleich. Hans-Jürgen Dörner traf ins eigene Tor, vorbei an Jens Ramme. Noch vor der Pause köpfte Matthias Sammer das 2:1. In den 14 Oberligaspielen der 80er Jahre siegte Dynamo 10, Union nur einmal. Dresden fühlte sich sicher, erst recht als Matthias Döschner zum 3:1 einschoss. Insgesamt stand es jetzt 5:2 für Dynamo. Union benötigte noch 3 Tore. Als Ralf Stresser traf, zeigte die nicht vorhandene Freude, wie aussichtslos die Berliner ihre eigene Lage beurteilten. Doch dann traf Probst zum 3:3 Ausgleich. Und plötzlich wankte Dynamo. Es hat einen ganz einfach das Gefühl beschlichen, scheiße, hier geht ja wieder so eine Nummer los wie in Uerdingen, wo man eigentlich absolut auf der Siegerstraße war. Und dann mit dem 3:2, auf einmal fällt das 3:3. Man ist wie paralysiert und kann eigentlich gar nicht begreifen, was passiert. René Unglaube köpfte in der 71. Minute tatsächlich das 4:3 für die Berliner. Im Finale unterlagen sie Lok Leipzig mit 1:5. Doch erstmal gab es eine Party. Ich glaube, wir haben dann irgendwo unterwegs gehalten und dann wurde Bier gekauft und dann wurde ein bisschen angestoßen. Und ja, 2-3 Tage war man schon in dem Jubel drin. Doch das Gesamtbild bleibt. Dynamo war gegen Union fast immer der Sieger.